Ich weiß, Jungs, wir hatten bis jetzt immer gesagt, bestellt keine Spiele vor, ja, wartet bis zum Release ab, dann wisst ihr wenigstens, was ihr habt für euer Geld. Ja, finde ich gut, stehe ich dahinter. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem, denn die Publisher haben uns überlistet. Man hat so gut wie keine andere Wahl, außer sich Destiny 2 in den USA bei GameStop vorzubestellen. Man hat wirklich, man kann nicht anders. Wieso jetzt? Ich sag's mal so, Jungs. Seid ihr ready? Destiny 2 Fidget Spinner. Oh Gott. Nein! Oh Gott! Ah! Every day we stray further from God. It's every day, bro. England is my city. Diese Woche testen wir mit der Escape vom Tarkov Beta ein weiteres Spiel im Genre der Multiplayer-Survival-Games. Ich erzähle euch was zu Guild Wars 2 und Path of Exile-Erweiterung, weil es nichts Besseres gibt, als über diese Spiele zu reden. Außerdem sagen wir euch unsere Meinung zum neuen Actionfilm Atomic Blonde. Herzlich willkommen zu Nerdscope, das ist Flo. Und das da ist Frodo. Und das da ist Robin. Und good news, everybody! Zumindest für die, die gut in Overwatch sind. Also ich nicht. Oder zumindest die, die es noch werden wollen. Also ich vermutlich auch nicht. Auf jeden Fall ist diese Woche die Spielersuche gestartet für die Teams der ersten offiziellen Season der Overwatch League. Ja, und während sich die großen Teams da jetzt gerade die besten Spieler raussuchen, hat Blizzard ihnen extrem harte Auflagen gegeben, damit es fair bleibt. Zum Beispiel müssen Spieler ein Jahr lang unter Vertrag genommen werden, mit der Option, den Vertrag dann um ein Jahr zu verlängern. Sie müssen mindestens $50,000 Gehalt pro Jahr bekommen. Zusätzlich dazu noch Krankenversicherung, Altersversicherung, Unterkunft und professionelle Trainingsmöglichkeiten. Und dazu kommt noch, dass an die Spieler mindestens 50% der Preisgelder aus diesen Ligaturnieren ausgeschüttet werden muss, was bei 3,5 Millionen an Preisgeldern inklusive einer Million quasi für das Finale echt ganz schön lohnenswert ist. Ja, damit sich die Teams das alles leisten können, kriegen die natürlich auch wieder Geld von Blizzard zurück, nämlich Anteile an dem Geld, was Blizzard mit der Liga macht, also Werbung, Übertragungsrechte oder auch das Geld aus den E-Sport-Items aus den Lootboxen. Ja, und das lohnt sich heutzutage echt, also Tickets und so weiter, was da viel verkauft wird, da kannst du schon gut mit verdienen. Und Blizzard baut hier gerade so eine Liga auf, die da voll fair ist. So jeder verdient mit dran, die Spieler werden fair bezahlen, hört sich alles super an und ist hier tatsächlich vergleichbar mit sowas wie der NFL oder ähnlichen Ligen. Und zwei der Besitzer von diesen E-Sport-Teams, die da jetzt mitmachen, sind tatsächlich auch Besitzer von bekannten Football- und Baseball-Teams in den USA. Ja, die finden das auf jeden Fall total cool, wir eigentlich auch. Die Frage ist, wie findet ihr das? Findet ihr es gut, dass E-Sports immer, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mainstreamiger wird und wie der echte Sport halt mittlerweile wirklich extrem krass finanzielle, wunderbare, positive Aspekte bietet? Oder sagt ihr, was, 50.000 Euro für Zocken so? Sollen sich lieber mal richtig einen Beruf suchen, die Spinner? Ja, so wie diese YouTuber, ja, ey, was auch echt nix. Mal, ey. Und falls ihr kein Overwatch mögen solltet, I will find you and I will kill you. Und nein, falls ihr stattdessen lieber irgendwie düstere Spiele mögt, wie zum Beispiel Escape from Tarkov. Zufälle gibt es, da habe ich mir die Beta für euch angeguckt. Ja, was ein Zufall. Zufall. DayZ und H1Z1 sind ja eh schon tot. Verstehst du, tot so wegen Zombies und so. Und PlayerUnknown's Battlegrounds ist dir einfach viel zu einfach? Verzage nicht, die nächste Survival-Kriegsballernummer ist bereits auf dem Weg und sie kommt aus Russland. Big Surprise also, dass Escape from Tarkov wieder mal in einer x-beliebigen russischen Stadt spielt, aber irgendwie fühlt sich Tarkov etwas echter an als seine Vorgänger. Liegt vielleicht an der unglaublich schönen Bild- und Soundkulisse, wenn die nicht so viel stottern würde. Aber soweit das zu sehen, muss man erstmal kommen. In meinem Test habe ich über 15 Anläufe gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Aber gut, ist Beta, das muss man halt dazu sagen. Das Problem daran, eine Runde zu starten und dann nicht reinzukommen, ist, dass man durch den Hardcore-Perma Death-Aspekt sämtliches Loot, was man bei sich hat, sofort verliert, also ich sogar ohne eigenes Verschulden. Tolle Wurst. Aber fangen wir mal von vorne an. Escape from Tarkov ist also ein Survival-Shooter mit Permadeath, aber statt wie bei PUBG zum Beispiel mit 100 Leuten auf einer Karte zu landen, geht hier alles etwas gediegener zu und das Ballerspiel im Stalker-Look orientiert sich an MMOs. In einer Story, in der es, Überraschung, Überraschung, darum geht, aus Tarkov zu entkommen, kann man einzelne Abschnitte der Karte in Raids mit sehr beschränkter Spieleranzahl durchspielen. Und spielen heißt hier erst schießen, dann fragen und vor allem alles weglooten. Apropos Loot. Da du beim Tod alle mitgebrachten Items verlierst, stellt sich hier vor jeder Instanz die Frage, wie gehe ich vor? Volles Risiko mit guter Ausrüstung, um überhaupt eine Chance zu haben, oder doch eher die gute alte Counter-Strike-Eco-Round, also nur mit einer Knarre los und den Rest findet man schon irgendwo auf der Map.
Falls ihr übrigens irgendwann gar keine Items mehr in eurem Stash haben solltet, bleibt euch immer noch die Möglichkeit, als Scavenger zu spielen. Dann reiht ihr euch in die von der KI gesteuerten Fraktion ein, bekommt random Ausrüstung, also meist nur eine Pistole oder Shotgun, und dürft jetzt den anderen Spielern auf den Sack gehen. Vorteil, ihr habt an sich nichts mehr zu verlieren, aber alles, was ihr so zusammensammelt, dürft ihr danach in das Inventar eures Main-Characters schieben. Zusammensammeln ist hier eh ein gutes Stichwort. Es gibt nämlich so viel unterschiedliches Loot für unterschiedliche Situationen, dass man ganz schnell mal den Überblick verlieren kann. Man braucht natürlich Klamotten und so, sprich einen Rucksack, Bodyarmor, vielleicht einen Helm. Wer verletzt ist, könnte einen Erste-Hilfe-Kasten gebrauchen. Gegen Durst brauchst du auch was. Generell muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich an Hunger, Unterkühlung oder Blutung verendet. Dann natürlich das Wichtigste, Waffen und Magazine. Für die Waffen gibt's übrigens Aufsätze in Massen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jeder Aufsatz wirkt sich tatsächlich auf das Spielgefühl und Waffenhandling aus. Jede Knifte ist komplett customizable, nur blöd, wenn ihr eine Stunde irgendwelche Aufsätze wo drauf steckt und dann schießt euch einer über den Haufen und das Teil ist weg. Aber dafür gibt's ja die Versicherung. Vor dem Raid könnt ihr einzelne Gegenstände versichern. Sollte euch jetzt einer wegknallen und das Zeug looten, ist es trotzdem weg. Ist derjenige aber schon gut genug ausgerüstet und braucht euren Kram nicht mehr, bekommt ihr versicherte Items nach dem Rundenende wieder. Zu diesem Zeitpunkt gibt's dann übrigens auch XP. Ja, richtig gehört, XP. Ihr levelt halt in bester MMO-Manier auf und verbessert eure Skills und die sind echt verdammt zahlreich und detailliert. Stressresistenz zum Beispiel erhöht die Chancen, dass ihr bei dem Einschlag einer Granate weniger durchgeschüttelt werdet. Ihr merkt also, Escape from Tarkov ist nicht der nächstbeste Survival-Shooter, sondern ein bockschwerer, hyperrealistischer Hardcore-Titel. Es soll übrigens auch noch mehr Content kommen, zum Beispiel Quests, aber den großen kommerziellen Erfolg sehe ich für den Titel ehrlich gesagt noch nicht. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass sich eine sehr, sehr treue Kern-Community bildet und das freut den Entwickler doch auch. Ja, das ist ja schön und gut, aber über ein Spiel müssen wir jetzt reden. Wehe, du sagst jetzt Guild Wars 2. Das zweite Add-on von Guild Wars 2 wurde angekündigt und hier sind die ersten Infos. Nein, 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 da wirst du dich wohl zurückhalten. Leute, es ist mir egal, es bin ich schon 5 Jahre draußen, aber es ist so unglaublich gut, ich muss darüber reden. Ich muss. Gott, nein. Guild Wars 2 kriegt nach 5 Jahren jetzt am 22. September die zweite Erweiterung. Path of Fire. 2 Erweiterungen in der Zeit, das hört sich für Nichtspieler vielleicht ein bisschen wenig an, aber man muss bedenken, dass zwischendurch eine Menge Content kostenlos released wurde, inklusive 3 kompletten Story-Strängen in Form der Living Story. Und da setzt die Erweiterung jetzt nahtlos an, also leichter Spoiler-Alert für alle, die noch nicht fertig gespielt haben. Dieses Mal wird gegen den Gott Balthasar gekämpft, der in der Kristallwüste Drachen jagt, um ihnen ihre Magie zu klauen. Mit der Kristallwüste und Elona kommt damit ein altbekanntes Gebiet aus Guild Wars 1 Nightfall wieder. Außerdem gibt es zum ersten Mal in der Geschichte Mounts im Spiel. Außerdem kommen 9 neue Subklassen, 5 neue Gebiete und damit auch neuer Content, sowie natürlich eine weitere Staffel der Living Story. Die Erweiterung kostet 30 Euro und ist Standalone, heißt ihr braucht die vorherige Erweiterung nicht kaufen, es sei denn, ihr wollt die auch spielen. Das Hauptspiel Guild Wars 2 ist ja bereits Free-to-Play und jedem zu empfehlen, der nach einer anderen Art der MMO-Erfahrung sucht. Ich habe ehrlich gesagt länger nicht mehr Guild Wars 2 gespielt. Ich liebe das Spiel aber immer noch und ich werde wegen der Erweiterung vermutlich endlich mal wieder reingucken. So, hast du es dann jetzt endlich? Können wir jetzt zurück zu News, die auch andere Leute interessieren? Ja, ich habe auch noch was ganz anderes. Ja. Ein ganz anderes Thema. Hau raus. Mein anderes Lieblingsspiel, Path of Exile, da ist 3.0 rausgekommen und das ist jetzt ein ganz anderes Ding. Nein! Doch! Oh! Path of Exile ist nicht nur das beste Action-RPG, das ich kenne, es ist auch das beste Free-to-Play-Spiel, was ich kenne, denn es ist überhaupt nicht Pay-to-Win und es kriegt auch regelmäßig mehr kostenlosen Content als jedes andere Bezahlspiel. Und jetzt haben sich die Entwickler nochmal selbst übertroffen. Version 3.0 ist gestern erschienen und bringt nicht nur eine neue Challenge League, also eine neue Season mit neuen Items, Skills, Gegnern, Balancing und Parametern, die das Gameplay komplett verändern. Es bringt auch nicht einen neuen Akt, sondern direkt 6 neue Akte. Vorher hatte das Spiel insgesamt 4. Und der Grund dafür ist, bisher musste man, wie man das aus Diablo und anderen Spielen kennt, diese 4 Akte in 3 Schwierigkeitsstufen 3-mal durchspielen, bis man zum Endgame kommt. Und das gibt's jetzt nicht mehr. Stattdessen hat man 10 Akte, die alle unterschiedlich sind, die man in einem fließenden Playthrough spielt. Und das macht die Spielerfahrung nochmal um einiges besser und flüssiger. Und außerdem bringt es unendlich vielen frischen Wind für Veteranen wie mich mit. Und Path of Exile hat sich in den letzten Jahren schon
extrem verändert und extrem verbessert. Viele der größten Kritikpunkte sind inzwischen behoben. Path of Exile ist mein absolutes Lieblingsspiel, weil es so unendlich komplex ist, aber gleichzeitig als Action-RPG auch super leicht zu spielen, weil man sich halt einfach so durch Monster durchschnetzelt und durchklickt. Wenn ihr es also bisher noch nicht ausprobiert habt oder es euch damals nicht überzeugt hat oder ihr mit den 4 Akten irgendwann keinen Bock mehr hattet, weil ihr sie so oft gesehen habt, dann habt ihr mit 3.0 jetzt den perfekten Zeitpunkt, um wieder einzusteigen. Okay, es tut mir leid. Ich musste halt einfach mal über diese zwei Spiele reden. Die sind einfach richtig gut. Ist gut. Muss man mal gut. Ja, weiter geht's, ja, Leute. Die dritte Staffel Rick and Morty ist gestartet. Oh ja, das ist ja bekanntermaßen eine der besten Animationsserien und eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt. Neben Futurama zum Beispiel. Apropos Futurama. Fans von dieser Serie und von dem legendären Macher Matt Groening, der ja nicht nur Futurama erfunden hat, sondern auch die Simpsons, die haben letzte Woche aufgehorcht, denn es gab eine News. Es kommt eine neue Serie von diesem Mann, von Matt Groening, für Netflix. Geil. Mit Fantasy. Geil! Und ich weiß sogar, wie sie heißt und ihr wahrscheinlich auch, nämlich Disenchantment. Die ist für Erwachsene, denn es geht um eine Prinzessin, die Alkoholikerin ist, ihren Elfenfreund, einen Dämon, Sex, Tod, Drogen, Alkohol, alles Mögliche und wie man in einer Welt voller Idioten und schrecklicher Dinge trotzdem noch irgendwie lachen kann. Klingt auf jeden Fall geil, wir freuen uns drauf. Ihr euch auch, ist hier die große Frage. Und glaubt ihr tatsächlich, dass Matt Groening noch einmal so einen Geniestreich wie eben die Simpsons oder Futurama gelingen kann? Ja, wisst ihr, was auch ein Geniestreich war? Der Emoji-Movie? Ja, nee, also der Emoji-Movie ist aktuell der schlechteste Film aller Zeiten, ist unglaublich mies bewertet und wird von den Kritikern halt so zerrissen, dass er halt nicht mal, ist halt nicht mal so ein schlechter Film wie The Room oder Kartoffelsalat oder Bruder vor Luda, den du halt betrunken mit Freunden angucken kannst und dann wird er geil, sondern der ist halt einfach nur leer. Scheiße. Der ist halt einfach mies. Den willst du halt einfach nicht sehen. Der ist halt einfach, der bietet absolut nichts. Können wir damit was Gutem kontern? Ja, mit Atomic Blonde. Den haben wir uns angeguckt und hier kommt die Review. Wenn ich Atomic Blonde in einem einzigen Satz beschreiben müsste, dann wohl so. Ein weiblicher John Wick mischt die DDR auf. Und damit ist der Maßstab, an dem sich Atomic Blonde irgendwie orientiert, auch schon gesetzt. Und tatsächlich, ja, was Regisseur David Leitch hier auf die Leinwand zaubert, ist brutale, brachiale Action in ihrem ganz eigenen, schönen Universum. Charlize Theron in der Hauptrolle überzeugt hierdurch tolle Kampfchoreografien, echte Nehmerqualitäten, eine große Fresse, die aber fantastisch zu ihrem fortwährend fluchenden Charakter passt und sie scheut auch nicht diese gewisse Hässlichkeit, die ein völlig zu Brei geschlagenes Gesicht nun mal mit sich bringt. Dazu gesellt sich dann ein grandioser James McAvoy in der Rolle des spleenigen Schmugglers und ein sehr zwielichtiger John Goodman. Der Cast kann sich also auf alle Fälle sehen lassen. Das gilt übrigens für den gesamten Film. Alles sieht gut aus. Alles ist absolut schön und passend in Szene gesetzt. Kleinere Verwirrspiele, passend zum Agententum im Film, treiben dann die Handlung voran. Ganz klar im Vordergrund steht allerdings unbeirrbar die Action. Und die kann in Atomic Blonde einfach was. Die Beziehungen und das immerwährende Misstrauen zwischen den einzelnen Charakteren passt ganz wunderbar in das Setting der späten 80er Jahre rund um den Mauerfall, also DDR, gegen den Westen. Und die Charaktere wirken sehr glaubhaft und nur wenig hier und da aufgesetzt, was man aber spätestens dann verzeiht, wenn der grandiose Soundtrack einsetzt. Der passt nämlich stets ins Bild und untermalt die Handlung fast immer perfekt. Wer nun allerdings eine ausgeklügelte Agentenstory voller Subgeschichten, Plottwists und Unterkapiteln erwartet, die dann am Ende das große Ganze entwirren, naja, der wird eher enttäuscht werden. Atomic Blonde, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, möchte vor allem eins sein. Ein verdammt cooler, durchgestylter Actionfilm, bei dem man ganz gebannt nebenbei sein Popcorn weglümmelt, sich von Actionszene zu Actionszene hangelt und bei dem alle Männer sich mal kurz zwischendurch am Popcorn verschlucken und ihrer weiblichen Begleitung erklären müssen, dass eine Lesbenszene mit Charlize Theron gar nicht so heiß ist. Also, merkt euch, Freunde, alle Actionfans, rein ins Kino. Es ist zwar kein John Wick geworden, aber es ist wirklich tolle Krach-Bumm-Kost für zwischendurch. Mit super Bildern, super Stunts und super Soundtracks. Alle Knobel- und Agenten-Thriller-Freunde, spielt doch lieber einfach eine Runde Cluedo oder guckt euch nochmal 7 an. So, und das war's mit Nerdscope für diese Woche. Bing! Ah! Hilfe! Hilfe! All hail Jack Paul! Holt uns raus, wir sind gefangen in Internet-Trends von vor 9 Monaten.
Ach Gott. Spirit Fingers. Hast du die Lampe jetzt kaputt gemacht? Ja.